meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über ein Buch reden und ich sehe es schon in euren Gesichtern. Ihr guckt auf euren Bildschirm und denkt, was genau veranstaltet die Zipperling da jetzt schon wieder? Weil ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich mich ein bisschen verkleidet habe. Das hängt aber mit dem Buch zusammen, über das ich mit euch reden möchte. Und da habe ich meine Schmetterlingsflügel einfach mal ausgepackt, um das Thema zu unterstreichen. Das Buch, über das ich heute mit euch reden möchte, ist Der letzte Liebesbrief von Jacqueline Fellgut. Seht ihr das? Oder ist es zu hell? Kann man eigentlich zu viel Licht bei einem YouTube-Video haben? Offenbar schon. So. Also es ist ein sehr schönes Buch mit diesem Schmetterling, deswegen ja, ne? Der Grund, warum ich dieses Video mache, es ist eigentlich ja schon eine ganze Zeit lang her, dass ich dieses Buch gelesen habe, aber ich habe einfach auf der Buch Passion, die eigentlich Buch Passion heißt, aber ich habe mir Buch Passion jetzt einfach schon angewöhnt, auf der Buch Passion habe ich eine, dieses Licht, auf der Buch Passion habe ich eine ganze Zeit lang neben Jackie am Stand gesessen. Und habe die Leute bequatscht, dass sie sich dieses Buch kaufen, weil ich es wirklich sehr gerne gelesen habe. Und auch als ich meinen Vlog zur Buchpassion geschnitten habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich noch Redebedarf zu diesem Buch habe. Und damit der Vlog nicht so ewig lang geworden ist, habe ich gedacht, drehe ich einfach ein eigenes Video, um über dieses Buch zu reden. Also, worum geht es in Der letzte Liebesbrief? Die Protagonistin heißt Nell. Nell hat eine Besonderheit, die ich euch aber an dieser Stelle nicht verraten möchte, obwohl man es direkt am Anfang eigentlich erfährt. Aber es hat mir einfach so viel Freude gemacht, das selber herauszufinden und die Freude möchte ich euch nicht nehmen, deswegen erzähle ich dazu keinen Pieps. Und Nell ist bei ihrer Tante aufgewachsen und in den Sachen ihrer Tante entdeckt Nell einen alten Liebesbrief. Und der Mann, der diesen Liebesbrief geschrieben hat, der hat nicht einfach nur einen Liebesbrief geschrieben, er hat eine richtige Schnitzeljagd für die Liebe seines Lebens organisiert. Und dieser Liebesbrief ist gekennzeichnet mit einem blauen Schmetterling. Nell beschließt, den Hinweisen in diesem Brief nachzugehen, weil sie findet, dass, also Nell ist gerade erst bei ihrer Tante ausgezogen und vielleicht fürchtet sie auch, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, sie fürchtet auch, dass ihre Tante ein bisschen einsam sein könnte und ihre Tante hat halt auch die große Liebe verdient und Nell beschließt, diesen Mann, also diesen Hinweisen nachzugehen, diesen Mann ausfindig zu machen, ihn dann quasi mit ihrer Tante in einen Raum zu sperren, dass die beiden sich wieder miteinander auseinandersetzen können und dass möglicherweise ihre Tante dann halt auch die Liebe wiederfindet. Das ist der Plan. Und schon als sie dem Hinweis in dem ersten Brief nachgeht, trifft sie auf Sam. Sam ist Fotograf, aber er hat seine Inspiration, seine Muse verloren. Also er geht zwar Aufträgen nach und so, er verdient sein Geld, aber halt total uninspiriert und sind halt so Auftragsarbeiten. Und kennt ihr das, wenn ihr halt eure Arbeit macht, aber es erfüllt euch nicht? So, und in der Phase steckt Sam gerade. Und das, was Nell tut, diese Schnitzeljagd und auch Nell selber als Mensch, davon fühlt sich Sam so angezogen und so inspiriert, dass er beschließt, Nell zu helfen. Und mehr möchte ich euch zum Inhalt der Geschichte noch gar nichts sagen. Das ist wirklich nur das, was am Anfang passiert. Denn die Besonderheit bei Der letzte Liebesbrief ist, dass alles ganz anders abgelaufen ist, als selbst die Protagonistin es zu Beginn glaubt. Und wenn ihr Liebesromane mögt oder überhaupt Romane mögt, wo sich das, was wirklich geschehen ist, erst nach und nach rausschält, wo ihr selber die Geschichte so ein bisschen entdecken könnt, wo ihr immer nur so zwischen den Zweigen eines Busches so durchlupen könnt, bis ihr um den Busch herumgehen könnt, um das Gesamtbild zu sehen, dann ist das richtige Buch für euch. Ich kann es euch wärmstens empfehlen, es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen.
Und jetzt kann ich natürlich endlich offen darüber reden, wie schön ich das fand. Auf der Buch Passion war das halt immer ein bisschen unangenehm, weil Jackie, die Autorin, die saß hier direkt neben mir. Das war dann, und sie saß dann immer so da, ich habe sie übrigens nicht bezahlt oder so. Ich glaube, das war ja auch ein bisschen unangenehm. Aber es ist nun mal so, es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und eine Besonderheit, ich halte hier nicht irgendeine Ausgabe in den Händen von Der letzte Liebesbrief. Denn auf der Book Passion, falls ihr meinen Vlog gesehen habt, habt ihr das vielleicht auch aufgeschnappt, hat Jackie, stellt sich das scharf so, diese Ausgabe hier signiert. Und die werde ich demnächst auf meinem Instagram-Kanal verlosen. Jackie und ich haben uns auch schon überlegt, wie genau wir die Verlosung machen. Und wird noch ein paar Tage dauern, weil ich dazu noch was vorbereiten muss. Aber dann könnt ihr dieses wunderschöne Hardcover, das auch sehr gut riecht, kann ich euch bezeugen, könnt ihr dann gewinnen. Falls ihr euch das nicht einfach selber kaufen wollt, also könnt ihr das bei mir gewinnen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein großes Lesevergnügen. Und ich wünsche euch, dass ihr genauso viel Spaß mit diesem Buch habt, wie ich es hatte. Und das war eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Im Grunde ist das hier eine kleine Rezension, aber ich kann euch einfach nicht so viel zum Inhalt sagen, weil es einfach so viel Spaß macht, das selber zu entdecken. Und das wünsche ich euch, dass ihr mit Nell und Sam auf diese Schnitzeljagd geht und auch so viel Spaß dabei habt, die Wahrheit zu entdecken. Und ich kann euch eins versprechen, Nell ist keine der üblichen Protagonistin. Sie ist weder eine graue Maus, noch diese Highschool-Diva, die jeder haben wollte, aber nie bekommen hat oder so. Sie ist wirklich ein sehr eigenständiger Charakter und ich hoffe, ihr mögt sie so sehr wie ich. Ach ja, eine Sache wollte ich euch noch erzählen. Jedes Kapitel, hier, ihr seht ja vielleicht die schönen, es gibt jetzt immer so einen schönen Schmetterling am Kapitelbeginn. Und jedes Kapitel hat quasi einen Song. Also da ist einiges von Ed Sheeran dabei. Was haben wir hier? Kapitel 6, da steht zum Beispiel Up von Ollie Murs und Demi Lovato. So als Song und ihr könnt euch sozusagen dann die Playlist zum Buch zusammenstellen und anhören. Und ja, also die Infos zum Buch, die packe ich euch unten in den Infokasten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch weiter dazu sagen soll. Wir wollen es jetzt auch nicht unnötig hier in die Länge ziehen. Dann würde ich sagen, lasst den Schmetterling fliegen und viel Spaß beim Lesen von Der letzte Liebesbrief von Jacqueline Fellgut. Bis dann, bis zum nächsten Video. Ach ja, YouTuber, ich muss jetzt auch das sagen, was YouTuber an dieser Stelle immer sagen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Und jetzt, wirklich, mache ich hier Feierabend mit diesem Video. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen, die ich übers Jahr besuche. Oder auf Twitter, oder auf Instagram, oder auf Facebook. Und bis dahin, alles Liebe, bis dann, tschüss!